Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Let's Play. Ja, wir haben in der letzten Folge die Hexe ja sozusagen befreit, sag ich jetzt mal so. Und ich möchte mal gucken, ob es hier vielleicht doch noch interessante Sachen hier in diesem, ja, was auch immer hier in diesem Gebäude gibt. Ich schau mal kurz auf die Map. Also, Herausforderung geschafft, 0 von 1. Da fehlen noch diese komischen Dinger. Vielleicht hängen ja noch welche hier in der Luft. So, Relikte haben wir gefunden, 1. Dokumente, 8 von 21. Hoi, 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 hoi. Und Überlebensverstecke 1 von 6. Wir können ja noch mal kurz einen Blick reinwerfen, ob wir hier noch was Interessantes finden. Gehen wir mal hier lang. So. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, da liegt was. Dieses Tal gehört mir. Ich habe den Boden bewässert und die Traumblüten kultiviert. Niemand wird eindringen. Niemand kommt heraus. Ich werde die Außenwelt nicht länger ertragen. Hier habe ich endlich die Kontrolle. Ja, die hattest du tatsächlich, wahrhaftig. So. Nicht da ins Loch entfallen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Ist voll. Hier liegt noch Munition, aber jetzt haben wir, glaube ich, alles an Munition, was wir brauchen. Gut, hier geht's nicht weiter. Sind da was von den Dingern hier dran rum? Seht ihr irgendwas hier? Die Herausforderung nehme ich. Können ja mal ein Stückchen noch weiter gucken. Ich denke mal, da ist nichts so weit, oder? Okay, kann man einfach nicht hochklettern? Ich würde sagen, nein, das bringt nichts. Was haben wir da noch? Eine Rolle noch? Seht ihr das? Wofür ist die denn noch gut? Okay, das bringt schon mal nichts. Aber sie dreht sich jetzt zumindest ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Ich will mal ein bisschen höher und gucken, ob ich da noch was sehen kann da oben. Dafür muss ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie kam ich noch eine Stockwerk höher hier? Hier vielleicht? Ups, das war ganz falsch. Jetzt sind wir ganz unten, okay. Okay, das ist die andere Seite, was wir eben noch gesehen haben. Aber mich würde interessieren, was da oben jetzt ist. Warte mal eben. Das war doch eben auch noch nicht so gewesen, oder? Leute. Wie kommen wir da noch wieder hoch? Hier lang. Da, bei mir ist doch noch was, oder nicht? Was meint ihr? Irgendwas ist noch da. So.
Wir versuchen es gleich mal. Echt? Echt jetzt? Ach nö. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich möchte noch mal einmal gucken. Da ist ja noch ein Rad, seht ihr das? Das macht doch noch irgendwas. Aber was macht das Rad? Fragen über Fragen. Man kommt mit Sicherheit noch irgendwie höher. Ich versuche jetzt mal ein bisschen vernünftig abzuspringen. So. Da oben ist ja auch noch irgendwie noch ein Durchgang. Irgendwas ist da oben. Können wir es mal angucken. Ich glaube, wir müssen noch mal wieder rumfahren, das ist alles nix. So. Da ist noch ein Rad. Hä? Da kommen wir wieder dahin runter, da wollen wir aber nicht hin. Obwohl, da sind ja die ganzen Dinger da. Ich glaube, das bringt uns aber auch nicht weiter, glaube ich. Ich gucke nochmal in diese Richtung, ob da irgendwas ist. Weil sonst würde ich sagen, ist es gleich hier abgeschlossen, dann lassen wir es einfach mal. Das haben wir auch noch nicht gesehen hier. Hier waren wir noch nicht gewesen, das weiß ich. Okay, aber sonst ist ja auch nichts weiter. Pfeile mitnehmen. Da geht's irgendwie runter. Waren wir da nicht gewesen? Anscheinend nicht. Zurückkommen auf jeden Fall. Mich würde interessieren, was hier ist hier. Ohne Karte. Geil. Karte aktualisiert. Dankeschön. Kann man sich das angucken hier? Nee. Das da? Nö. So, Karte aktualisiert. Was haben wir denn Schönes? Ah, guck an. Hier sind überall noch Dokumente, seht ihr das? Auch irgendwo, wo wir so nicht hinkommen. Okay. In die Richtung, ich guck nochmal. Nee. In die Richtung ist noch was. Vorbeigelaufen. Stumpf dran vorbeigelaufen. Hier muss irgendwo noch ein Dokument sein. Mal kennzeichnen. Ah, entweder über uns oder unter uns ist das. Okay, dann können wir uns höchstens so nicht erreichen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir hier noch mal gucken könnten, sag ich mal so. Gut, hier sind ein paar Dokumente noch und so weiter, aber... Ich würde sagen, wir lassen es jetzt sein. Ich guck nochmal. Gut, ein paar Dokumente. Kann man ja immer noch machen, aber ich denke mal, das ist sonst auch zu langweilig jetzt hier. Wir gehen jetzt einfach wieder hier raus hier. Auf jeden Fall. Da hätte er gesagt, hast du getan. Wo geht's denn hier raus? Witzig, wo geht's denn hier raus? Muss doch hier irgendwo gewesen sein. Sag mal, wo kommen wir denn wieder raus? Hier. Ob sie mir zeigen kann, wie sie den Aufzug repariert hat, wenn wir im Tal mehr davon zum Laufen bringen können. Ja, wäre schön, ne? Okay, wir gehen jetzt mal wieder zurück hier jetzt. Oh, warte mal, können wir es hier austreffen? Sieben von zehn. Ich weiß, wo noch eben einer gewesen ist, aber die restlichen... So, wie bringen wir dich jetzt in Gange hier, Kollege? Wo ist denn der Schalter hier, um dich zum Fahren zu bringen? Ups. Ups, na oh! Das wäre es ja gewesen. So Leute, wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Oh, echt Augen auf. So, da ich manchmal mit dem Bogen nicht so zielsicher bin. Aha, ich brauche den Bogen. Wo war das noch gewesen? Da irgendwo, ne? Wahrscheinlich übersehe ich jetzt dafür andere. So, 8 von 10. Wo sind die restlichen? Man sieht die aber auch nicht, ne? Zumindest sehe ich jetzt keine mehr.
Wer weiß, wo die sind. Da ist noch eins. Boah, es fehlt nur noch einer. Wo haben wir den übersehen jetzt? Ich weiß es nicht. Irgendwo haben wir den vergessen. Naja, dann ist es halt so. 9 von 10, schade. Aber ich kann jetzt auch nichts entdecken, also... Dann ist es halt so, wie hüpf. Autsch. Tat ein bisschen weh. Ups. Da lacht es im Boden. Okay. Ich vermute mal hier lang. Nee, falsch. Dann kannst du nicht hier lang gehen. Hier lang. Ein Fähigkeitenpunkt, das ist schon mal sehr gut. So, ich denke mal, wir machen jetzt mal was hier. Okay. So, jetzt gucken wir mal ein Waffen-Upgrade, ob da jetzt was geht. Nein, da geht noch nichts. Auch nicht. Nope. Nope. Okay, dann lassen wir es. Inventar, ja, da wollen wir noch was anderes warten. So, warte mal, wir machen aber eben von hier eine Schnellreise, das ist ja viel einfacher jetzt. Und zwar einfach mal, wo gehen wir denn mal hin am besten? Wir gehen mal dahin. Vor Basislager Funkturm. Ja, nicht? Machen wir mal eben. Mal was gucken. Sehr spannend bis jetzt, finde ich, die Geschichte. Hammer, gefällt mir sehr gut. So.
Sowjetanlage. Und hier haben wir nämlich auch den Typen, der uns was verkauft. Ich wollte mal in den Laden reingucken, was denn so Schönes hat für uns. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Kommando-Outfit? Nö, nicht unbedingt. Was war das noch gewesen? Gewehr-Laser-Ziel-Fernrohr. Das hört sich nicht schlecht an. Nein. Nein. Was ist das hier? Pistolenschalldämpfer. Was bringt uns das? Ja gut, wir könnten lautlos dann mal damit töten. Wollen wir den kaufen? Was meint ihr? Komm, den kaufen wir. So. Gucken wir, ob wir irgendwie ausrüsten können oder so. Oder wie läuft das jetzt hier? Wir haben uns was gekauft. Aber gut. Dann ist es halt so, wie es ist. So Leute, wir waren ein bisschen unproduktiv die Folge, ich weiß, wir sind nur ein bisschen rumgelaufen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem weiter schaut und ich sehe gerade, wir haben noch einen Fertigkeitenpunkt haben wir noch zu vergeben. Ja, dann gucke ich noch ein paar Kämpfer rein. So, gelegen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung. Was haben wir hier? Herz aus Stein. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Oh, das ist gut. Was haben wir hier? Erleiden Sie einen erfolgreichen lautlosen Kill, kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Auch nicht schlecht. Erleiden Sie kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde, wenn Sie im Kampf Wunden versorgt haben. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das Herz der Stein hat sich bedanken. So Leute, jetzt aber. Ich mache mal wieder Feierabend. Und hoffe, es hat euch gefallen. Hier mit Rise of the Tomb Raider und Lara Croft und meiner Wenigkeit. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Morgen dann halt, wenn es hier weitergeht. Und bis dahin, euer Rode. Ciao.